Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2. Heute mal wieder aus Gladbeck, Version 4.0. Ja, ich habe mir gedacht, wir fahren die Linie 253, die ein bisschen länger ist. Fahrzeit, fast 40 Minuten ungefähr, schätze ich. Mit Vorbereitung wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Starten wir mit der Dechenstraße, geht bis hin zur Bührer Straße. Um 10.37 Uhr sollen wir dort sein. Ja, ihr könnt da kurz den Plan sehen. Ich lasse ihn noch ein bisschen eingeblendet. Ja. Fahren tun wir natürlich wieder einen Citaro. Zweitürer. Voilà. So, dann Route. Zuerste Linie. 253. 253, nicht 252. So, hätten wir das auch. Dabei will scheinbar noch niemand rein. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 14 Minuten, ne? Ich werde ein bisschen vorstellen, weil sonst dauert das zu lang. So, das waren jetzt 12 Minuten theoretisch. 2 Minuten haben wir noch. Und irgendwie will keiner mit. Komisch, komisch. Ja, ich fahre natürlich mit Hilfsfälle. Also, weil ehrlich gesagt, ich kenne die Linie nicht. Und ja, also bevor ich mich da verfahre, fahre ich lieber mit Hilfspfeile. Innentemperatur 15,5, außen 15. Naja, war auch schon mal wärmer. Dann lassen wir die Fensterchen lieber zu, sonst merkt man es wieder, dass es kalt ist. Gang anlegen. Weil in Kürze beginnt unsere Fahrt auf der Linie 253. Ja, eigentlich war was anderes geplant, aber das wird ein bisschen warten müssen. Da bin ich nämlich auf einen lieben Kollegen angewiesen. Und ja, schauen wir mal. Kommt sicher noch, dass was geplant ist. Weil Tetra möchte ich schon noch fahren, aber im Moment macht sich jeder, also hat dieser Zeit. So, eine Minute noch. Komisch, komisch, dass da irgendwie keiner mit will. Das finde ich schon sehr seltsam. Mein Gott, es ist Wochenende, da ist weniger los scheinbar. Ist ja auch in Wien, da ist ja auch weniger los. Wobei, gestern hatten wir eine super Stimmung in Wien, wie das Haus eingestürzt ist. Super Stimmung ist übertrieben, also es war jetzt sarkastisch gemeint. Arg, arg. Zweiter, dritter Stock komplett eingestürzt. Also nicht komplett, aber teilweise. Und wahrscheinlich die Nachbarhäuser, schätze ich, werden auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Also wenn das passiert, dann hast du echt Spaß. Also dann, ich möchte mit den Leuten, die dort wohnen, nicht tauschen. Wir fahren übrigens mit ZF-Getriebe. Nächste Haltestelle, Maschinenhaus Zwecke. Gilt der für mich? Wahrscheinlich ja. Für wen sonst? Der Vater gibt mir nichts anderes. Ja, gilt für mich. Weil ich kann hier noch fahren, wie gesenkt ist, aber dabei sind wir noch alleine. Was war wohl der Randstein?
Und jetzt schon plus 0,6, obwohl ich pünktlich auch gefahren bin, gell? So, wir haben eine Nachhangtafel, aber... Du wartest? Sehr freundlich. Erlaubt, ich fahre schon fast 70 und bin trotzdem spät dran. Super, wird schon wieder mal nicht eingestiegen. Ich hasse das. Wo fahren wir eigentlich hin? Irgendwas mit 253, oder? Die Bürgerstraße 253, zack. Hallo. Ich verstehe nicht, warum die manchmal nicht einsteigen. Das ja, mein lieber Freund würde sagen, um sie, weil es geht. Nächste Haltestelle, Hagelkreuzstraße. Müssen wir da abbiegen, oder? Ja. Ja, fahr das nächste Mal wieder Auto, ist eh gesünder. Nächste Haltestelle, Husmannstraße. Also nächstes Mal gibt es vermutlich Tetto Also, ja, könnt ihr euch drauf freuen, das ist eine geile Map, ich bin sie schon mal gefahren. Aber für heute haben wir gedacht, heute haben wir uns mal in den Stadtverkehr. Ist das diese komische... Ja. Hallo. Eigentlich wollte ich ja die 188 fahren. Haben wir extra die neueste Version der Karte geholt. Weil man dachte, ob die Fahrt dann schon bis zum Moviepark. Tut sie aber noch nicht. Es war scheinbar eine Beta, die zwei da gespielt haben. Die noch nicht verfügbar ist und ich habe sie natürlich nicht, also. Müssen wir uns mit der normalen Version begnügen. Nächste Haltestelle am Park. Aber macht ja nichts. Ich muss nicht immer das Neueste haben. So, gilt das für mich? Ja. Nächste Haltestelle, Gustav-Stresemann-Straße. Thank you.
Ah, die parken da. Auch geil. Ich hätte mich jetzt beinahe hinten angestellt. Und da los, Betriebsausflug. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hallo. 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 Bin ich froh, dass ich keinen Fahrerscheinverkauf eingeschaltet habe. Zone? Na, ganz sicher nicht. Nächste Haltestelle, Infieldstraße. Nächste Haltestelle, Paul-Löbe-Straße. Ist das die Paul-Löbe-Straße? Also, weil es genauso stehen, dass ich es nicht mehr lesen kann. Ja, ist sie. Da fehlt irgendwas, Leute. Auch da will ich weder rein noch raus, also weiter geht's. Nächste Haltestelle. Hegelstraße. Halten wir uns mal so halbwegs an die Geschwindigkeit. Muss er nicht mit 60 durch die 30er-Zone fahren, wie gewisse andere Leute. Oh, wer will, wer raus? Alle Linien geradeaus, okay. Wird gemacht. Nächste Haltestelle, Musikschule. Fahren wir nach Oberhof? Ich glaube schon, oder? Mal gucken. Ja, wir müssen Richtung Oberhof auf jeden Fall. Ja, wäre schön, wenn es da irgendwann einmal grün werden würde. Moja, bisschen dicht gedrängt, herinnen. Was sagt die Temperature? Ah, oh, 17, das geht. Ist okay. Brauchst du nicht glauben, dass ich da irgendwann abbiegen kann? Ah, okay. Jetzt hat man wahrscheinlich der Querverkehr gekriegt.
Servus, Manni. Hallo. So musikalisch schaut der Manfred gar nicht aus. Nächste Haltestelle, Gladbeck West. Oben ist die Regel Nummer 1, wenn kein Pfeil, gerade weiter. Wollte ich sagen, ich habe eine Verfrühung? Nee. Ich glaube, das geht auf der Map nicht, dass man Verfrühung hat. Na geh, komm. Grün? Weißt du, ich muss da stehen bleiben, muss abbiegen, na was jetzt, entscheidet euch. Ja, will ich gar nicht mit, was bleibe ich dann da stehen? Ja, fahr mit deinem Golf auch noch. Hm? Wie nah steht er neben mir? Sehr nah. Worauf hat er sie so ungefähr? Okay, also die Stelle ist etwas seltsam, meiner Meinung nach, weil ich muss jetzt links abbiegen, muss aber da an der Haltestelle stehen bleiben. Hä? Nächste Haltestelle, Nordpark. Überfordert bin. Okay, ich muss auf jeden Fall abbiegen da. Das wird jetzt spannend, der wird mir jetzt sicher reinfahren mit seinem depperten Golf. So, Stunde der Wahrheit. Fahrt oder bleibt er stehen? Ja, es tut mir leid, aber geht nicht anders. Und ich sehe die Ampel immer, das ist auch toll. Also man könnte sagen, diese Stelle ist ein bisschen bescheiden zum Fahren. Ja, wir haben noch keine Verspätung, also egal. Also ich rate, das wäre meine eigentliche Station gewesen, oder? Nein, Nordpark. Das ist schon die nächste. Nächste Haltestelle, Talstraße. Und wieder eine rote Ampel, man, das ist typisch, also. Wieso wundert mich das eigentlich noch, dass ich dauernd an rote Ampel stehe? Ach ja, Leute, ich mag Stadtfahrten. Nicht wirklich. 2 Minuten Verspätung, es wird immer besser.
Komm schon. Dort war der Randstein. Na, geht es ohne Ampel. Wir rasen von einer roten Ampel zur nächsten. Dieser Stationsabstand, ein Wahnsinn. Hört man halt nicht. Nächste Haltestelle. Goetheplatz. Schön. Meine Lieblingsstelle auf der Map. Alle Linien Goetheplatz, Oberhof. Okay. Ja, ich weiß, das war ein bisschen optimistisch. So, müssen wir jetzt Pause? Nein, haben wir keine. Menschen angefahren. Ich habe einen Menschen angefahren, ich weiß zwar nicht welchen, aber. Alter Vater. Also ohne Randstein mitnehmen kommst du da nicht rein. So, wohin? Alle Linien Oberhof. Okay, gut, dann müssen wir wohl darüber. Ja, 253 Oberhof. Nächste Haltestelle. Was? Minus 5? Hätte ich da jetzt etwas stehen bleiben müssen?
253 rechts. Betriebshof wollte ich nicht. Oh, dann müssen wir rechts. Minus 5,6. Leute, ich würde sagen, wir hätten da stehen bleiben sollen. Aber ich glaube, wir verlieren die Verfrühung eh schnell genug. Also, ich werde zwar jetzt gemütlich fahren, aber... Ist jetzt das Spiel abgeschützt oder wieso stehen wir noch immer an der roten Ampel? Ah, sie wird grün! Ach, alle Linien. Na, was jetzt? Oder doch nicht alle Linien. Gut, dann müssen wir halt wohl abbiegen. Ja, das wird der Marktplatz da sein, nehme ich mal stark an. Ja, wie ihr seht, ich kenne die Map überhaupt nicht. Ich kenne die Linie überhaupt nicht. Schöner Marktplatz. Nicht wirklich. Schaut irgendwie so altbacken aus. Bin ja froh, dass ich viel Verfrühung habe. Dann bleiben wir halt da kurz stehen, oder? So, wir sind jetzt am Marktplatz. Wo sind wir denn ungefähr? Oberhof Marktplatz. Naja, die Hälfte haben wir ungefähr. Festplatz, Wilhelm-Oljenik-Straße, Boma-Straße, Diepenbrock-Straße. Ja, und da geht es dann weiter. Antoniostraße zur Antoniostraße. Also von jetzt, Marktplatz, noch 20 Minuten Fahrzeit. Ach du Scheiße. Ja, wisst was, wir machen diesen hier. Wir stellen 1-2 Minuten vor. Dann haben wir immer noch ein bisschen Verfrühung. Es will niemand mehr mit, wir fahren. Z53 muss gerade, okay. Darf ich jetzt fahren oder darf ich jetzt nicht fahren? Wieso erkennt er mich jetzt wieder nicht? Toll, darf ich jetzt fahren? Darf ich nicht fahren? Oder... Wurscht. Wird schon nichts kommen. Seht, ich habe vorgestellt, wir wären jetzt so lange an der Ampel gestanden, dass wir wieder Verspätung haben. Also, die Ampel ist auch komisch. Zuerst hat es arg geleuchtet und auf einmal nimmer.
Nächste Haltestelle, Wilhelm-Oljenik-Straße. Leute, das wird eine längere Folge, das wisst ihr, aber habt ihr schon vorher gewusst. Oh, there's